Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Maker. Und hey, da ist eine Tür, wir gehen mal hindurch. Oh, schön. Habt ihr es gehört? War ein bisschen leise, weil auch noch die normale Musik hier ist. Ja, auf jeden Fall, das war Epona's Lied aus Zelda Ocarina of Time. Warum? Einfach so, weil ich finde, dass Epona's Lied das schönste der Songs ist, die man aus Ocarina of Time lernt. Ich wollte auch mal so ein Musikding hier machen. Ist jetzt überhaupt nichts Spektakuläres. Ich weiß, hat ja auch nur 11 Noten waren das jetzt, glaube ich, oder so. Aber ich wollte einfach auch mal eins machen, ne? Also, wie habe ich es gemacht mit den Goombas halt, die hier so nach unten fallen, ne? Und dann spielt halt hier eben. Schön, oder? Auf jeden Fall. Völlig egal, denn heute spiele ich wieder ein paar eurer Level. Und würde ich sagen, wir fangen auch direkt mal an. Mit dem ersten Level von euch heute. Und das kommt. Ich muss mir wieder überlegen, von wem kommt das denn? Das kommt von dem LP-Fan. Und es nennt sich Kaizo 412, okay, auch Kaizo Mario 4. Aber es wurde 6-mal geschafft von 115 Versuchen. Sollte also eigentlich ganz gut machbar sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was uns da erwarten wird. Es war nicht so lang, das Level. Wir schauen einfach mal. Oh Gott, uns erwarten Lakitus mit Sachen. Ja, zum Beispiel Feuerbällen, die auf mich geworfen werden. Und da ist ein Pilz. Den Pilz will ich auf jeden Fall unbedingt haben. Ja, yeah. Pass auf. So, haben will. Schnell, bevor irgendwas kommt. Okay, jetzt einfach schnell hier rüber. Einfach schnell rüber. Wenn ich jetzt gleich getroffen werde, ist mir auch egal. Ja, genau. Das sind ein bisschen viele Bowser. Okay. Ich sollte versuchen, die zu töten irgendwie, aber ich habe jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit und Lust. Nee, die. Okay, Notenblöcke kann Bowser nicht durchbrechen. Das ist sehr interessant. Aber ich glaube, wenn ich da schnell genug unten durch bin, wenn er gerade am Springen ist, ich glaube, dann ist es schon möglich, das auf jeden Fall hinzukriegen. Das will ich nochmal kurz testen. Warte kurz. Also, wenn ich einfach unten durchgehe, nämlich jetzt. Shit, ja fast. Ja, okay, ich hab's fast geschafft, ich bin fast unten durchgekommen. Okay, so geht es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich oben rumgehen sollte, aber ich glaube, oben sind überall Steinblöcke, deswegen ist es auch keine kluge Idee, da oben rumzugehen, behaupte ich. Ach, fucking Hammer, Bruder. Auch keine kluge Idee, oben rumzugehen, behaupte ich mal. Nein, ja doch, geschafft. Okay, einfach unten durch irgendwie, dann schafft man das schon. Nein, dem Level werde ich keinen Stern geben, weil das hat mir nicht so ganz gut gefallen, weil das einfach nur viele Gegner waren und nimm dir einen Pilz und renn irgendwie durch. Das ist nur Gegner, die ist bei mir trotzdem nach 3 Versuchen geschafft. Ja, also dem gebe ich keinen Stern, es tut mir leid, weil sowas mag ich einfach nicht, wenn man sich einfach am Anfang ein Power-Up nimmt und dann sind da viele Gegner und renn irgendwie durch und steck einmal einen Treffer ein und mit deiner Unverwundbarkeit rennst du dann weiter und dann kommst du schon irgendwie durch. Das hat mir nicht ganz gut gefallen, deswegen kriegt das leider keinen Stern, tut mir leid. Aber ich muss halt manchmal auch hart sein, ne? So ist es halt. Als nächstes spielen wir ein Level von Nintendo Player, Nintendo Player. Und zwar nennt es sich Level des Grauens. Und, okay, 35 Mal wurde es versucht und das hat niemand geschafft. Ich hatte jetzt schon Angst, wo ich die 0% gesehen habe, weil wenn das jetzt schon, weiß ich nicht, 500 Mal versucht worden wäre und dann würde da eine 0 stehen, dann wäre das ziemlich böse. Aber erst bei 35 Versuchen, wenn es da keiner geschafft hat, das ist dann noch nicht ganz so tragisch. Also das heißt jetzt nicht, dass es dann, ach Gott, das heißt nicht, dass das Level dann völlig unmöglich wird. Also das können wir vielleicht schon trotzdem hinbekommen. Schauen wir einfach mal. Also, ach Gott, leicht wird es auf jeden Fall nicht. Und Steinblöcke, die von oben runterfallen, mag ich gar nicht. Das ist echt ganz, ganz doof, wenn man die nicht sehen kann. Ach Gott, ich bin noch drauf gelandet, komm schon. Aber, oh, Tanuki, sehr schön, okay. Haben will. Und da kommen Hammerbrüder rausgeschossen. Ach du Kacke. Ach du, oh Gott, nicht Notenblöcke. Ich hasse Notenblöcke. Okay. Und, ach, Mann, warum fucking Steinblöcke? Ich hasse euch. Powerblock bin ich zu faul. Ja, obwohl, nee, bin ich zu faul. Ich will ihn aktivieren. So, zack, sterben wir alle. Den Blooper habe ich sogar auch erwischt, einen von denen, obwohl der in der Luft war. Aber ich habe ihn direkt abgeworfen, deswegen ist auch der abgekratzt. Tür. Ich ahne Mieses, also Übles, Fieses, aber ich gehe trotzdem mal rein. Ne, ist keine Falle. Ich glaube, das ist wieder der Anfang sogar. Deswegen darf ich auf jeden Fall nicht hin. Ich will weiter nach oben hier gehen. Oh Gott, fiese Stacheln. Okay, aber ich kann zumindest die Decke jetzt sehen und da sind keine Gegner erstmal. Keine fiesen Steinblöcke. Ich soll wahrscheinlich eigentlich mit der Kanone hoch, aber es geht auch so. Und hier ist ein Koopa. Ich will mal den Blooper, glaube ich, töten, weil der ist ziemlich im Weg. Der nervt, weil der mich die ganze Zeit verfolgt. Und da unten kommt schon der nächste, aber den habe ich auch gleich getötet. Wunderbar. Sehr cool. Ich will mal einen Koopa-Panzer mitnehmen, so als Schutzschild. Das ist eigentlich nie eine verkehrte Idee. Ich kann zum Beispiel hier einiges anstellen. Ja, ich wollte jetzt den Knochentrocken auch noch töten, aber na egal. Werde ich schon auch so irgendwie durchkommen. Okay, da ist wieder Feuer. Böses, böses Feuer. Schnell durch. Und ich brauche hier sogar den Koopa-Panzer, okay.
Gut, dann warten wir kurz, bis der uns das Ganze freigemacht hat. Und währenddessen werden wir jetzt die Knochen trocken nerven. Das wird witzig. Ich kann halt hier nicht nach unten, weil da, das ist viel zu gefährlich, weil da ist der Kupferpanzer im Weg. Und die Kanonenkugel sogar auch noch. Ich gehe mal kurz hier hin. So, ich will auf jeden Fall hier bleiben und nicht damit nach unten gehen, bis der Fragezeichenblock aktiviert wurde. Was ist da drin? Ein P-Switch, okay. Mit dem kann ich jetzt noch weiter nach unten fallen. Ja, verstanden. Dann machen wir das auch mal. Ist da Boden? Ja, okay. Oh Gott, nein! Oh Gott, Hilfe, Beeilung! Beeilung, Beeilung! Nein, Stachis! Okay, ich bin, glaube ich, sicher. Power-Up? Nee, kein Power-Up, aber ich kriege einen Helm. Auch super. Wunderbar. Oh Gott. Ich renne einfach durch. Viele, viele böse Gegner und einfach durch da. Okay, ich habe auf jeden Fall meinen Stachi noch. Das ist sehr gut. Aber ich muss ihn mir wieder hergeben. Okay. Ja, das ist nicht ganz so schlimm, finde ich, wenn man aus Röhren rauskommt und das sind direkt Gegner, wenn man denen nicht ausweichen kann. Das ist nicht so schlimm, wenn man eben will, dass man bestimmte Power-Ups wieder verlieren muss, wie eben jetzt hier zum Beispiel den Stachelhelm. Er wollte eben nicht, dass man den Stachelhelm hier immer noch hat und deswegen ist es durchaus legitim, das so zu machen. Ist hier oben irgendwas noch? Power-Up? Ja, Tanuki, sehr schön. Okay, das war gut, dass ich das erkundet habe. Aber mit Tanuki haben wir jetzt hier schon viel, viel mehr Chancen, weil ich ein bisschen fliegen kann, weil ich eine Attacke drauf habe und weil ich halt auch viel mehr Treffer einstecken kann, vor allem deswegen. Da jetzt zurückzukommen wird ein bisschen schwierig, aber ich glaube, das ist machbar. Mit einem geduckten Sprung nämlich. Genau, ich glaube, mit einem normalen Sprung wäre es nicht ganz gegangen, aber ein geduckter funktioniert. Ich baue mir, du bist im Weg. Oh Gott, ich mache sogar den Boden kaputt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Dann lass mich mal bitte hier durch, schnell. Bevor die mir noch mehr... Nein, noch mehr vom Boden kaputt machen. Und ich brauche wahrscheinlich das Sprungbrett. Ich nehme es mal mit. Wo komme ich jetzt raus? Das ist eine Falle. Och Mann, ich hasse Fallen. Warum? Warum tut man das? So, was ist da oben? Ist da oben noch irgendwas? Muss ich einfach rüberspringen? Ja, da vorne ist auf jeden Fall was. Ja, aber ich kann jetzt... Ach Mann. Aber ich kann nicht sehen, was da rechts ist, weil das zu weit aus dem Bildschirm draußen ist. Hm. Ach, oh, ja, das war natürlich klug. Ach, wie doof. Mann. Ja, das ist echt immer doof, wenn Level so lange dauern, aber auch gleichzeitig schwierig sind. Weil ich dann nämlich eigentlich am besten schneiden müsste, weil das ansonsten zu langweilig wäre. Ach Gott, komm schon. Aber ich werde jetzt trotzdem mal nochmal das alles kurz mit euch gemeinsam machen und tot, wunderbar. Aber ich muss einfach nur da zu dem Fragezeichenblock hinkommen, weil da ist ja ein Tanuki, glaube ich. Wenn ich jetzt gleich dann nochmal an der Stelle bin, wo wir gerade eben gestorben sind und dann da wieder nicht weiterkomme, weil ich nochmal abkratze, dann werde ich danach auf jeden Fall schneiden. Aber jetzt erstmal nicht mehr. So, ich springe einfach irgendwie rüber, weil hier kriege ich ja eh eine Tanuki, wie gesagt, genau. Mehr will ich ja auch gar nicht. So, wunderbar. Achtung, Notenblöcke sind kacke. Okay. So, kann ich die eigentlich töten? So, kann ich sogar so töten, das ist cool. Die Blooper kann ich auch töten, oder? Ich glaube schon, mit meiner Schwanzattacke. Also Buhus auf jeden Fall nicht, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich glaube, selbst bei Bloopern funktioniert, das ist natürlich sehr schön. Und jetzt kenne ich ja das Level auch schon ein bisschen mehr und weiß mehr Bescheid über die ganzen Tricks und Kniffe, die man hier kennen sollte in dem Level. Deswegen sollte es jetzt eigentlich ganz, ja, ganz gut laufen hier, denke ich mal. Also, nein, da oben sind, Mann, das ist fies. Da muss ich ja fast meinen Tanuki verlieren oder halt irgendein Power-Up, wenn ich einen Pilz gerade habe oder so. Das ist echt voll fies, Mann, ey. So, zack, diesmal hier. Am besten die Knochen trocken auch schon umbringen. Genau, wunderbar. Aufpassen. Jetzt habe ich sogar den grünen da schon reingeworfen, aber ist ja auch okay. Ich lege den mal wieder kurz ab. So. Dann müssen wir jetzt hier kurz warten. Also ich finde, das Level ist hat ganz coole Ideen, aber ich finde, dass man es an einigen Stellen noch ein bisschen besser und ein bisschen schöner teilweise machen könnte. Aber es ist eigentlich trotzdem ganz cool, eben weil es auch nicht ganz so einfach ist. Hier wieder beeilen, genau. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und schnell darüber. Okay, doch, das war knapp, das war knapp. So, dann wieder ein Stachi kriege ich hier, ein Stachi-Helm. Sehr schön, und einfach durchrennen wieder. Hui, 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 hui. Und schnell rein da, okay. Aber den Stachelhelm verliere ich jetzt gleich wieder. Aber ich bin zumindest noch groß. Das ist ja auch eigentlich ganz okay, würde ich mal behaupten. So, töt mal die ganzen Viecher da. Mein Kupferpanzer, mein Lieber. Kleiner, dankeschön. Kommst wieder mit? Ja, obwohl, ich brauche eigentlich nicht mehr, weil hier kriege ich jetzt eh gleich wieder einen Tanuki, einen neuen. Den will ich auf jeden Fall so lang wie irgend möglich behalten, weil ich mit dem sehr viel mehr Chancen habe. Jetzt dann gleich auch über diese große Schlucht da zum Beispiel rüber zu kommen. Dafür will ich ganz gerne auch den Tanuki behalten, wenn es geht. Aber das ist natürlich nicht ganz einfach, das ist mir schon klar. Ja, wenn das klappen würde, das wäre echt cool. So, ich fliege jetzt einfach mal darüber. Ich meine, ich kann jetzt sonst nichts anderes tun. Ich hoffe, das ist der richtige Weg hier. Nein, oh Gott, ja, ist richtig, okay, alles klar. Aber viele Feuerräder und viele Kanonenkugeln hier überall. Und noch ein Hammerbruder. Und Pilz noch, okay, meinetwegen. Oh Gott, das sind jetzt auch fiese Sprünge. Zum Glück habe ich den Tanuki hier. Also ohne Tanuki sind diese Sprünge hier echt mega fies. Vor allem, wenn man groß ist, weil man sich dann noch leichter an der Decke den Kopf anhaut. Und dementsprechend muss man da echt mega aufpassen. Mit Tanuki ist es sehr einfach, aber ohne, also vor allem als großer Mario ist es fast unmöglich sogar. Ja, das jetzt auch nicht, nee, aber ist es auf jeden Fall sehr, sehr schwierig, darüber zu kommen. Warum sind hier Piranha-Pflanzen? Keine Ahnung. Ich gehe einfach in die Röhre rein, weil jetzt müssen wir, glaube ich, gleich am Ziel sein sogar. Ja, wir sind am Ziel. Sehr schön. Okay. Puh.
Das war sehr schwierig. Wie gesagt, ich finde, ein paar Sachen hätte man vielleicht noch schöner machen können, aber an sich war es eigentlich ein ganz cooles Level und deswegen gebe ich dem einen Stern. Yay! Und dann machen wir weiter mit einem weiteren Level. Sowas aber auch. Und zwar ein Level von Falkdorm. Nämlich Underground Shell Courier. Okay, Abschlussrate ist bei 0. Ach du Kacke. Das wird ja jetzt auch wieder sehr interessant werden. Ich bin schon gespannt. Das haben schon 141 Leute gespielt. Oder nicht Leute, aber ne, ihr wisst ja, versuche halt 141 Mal und trotzdem hat es keiner geschafft. Also das könnte jetzt sehr tricky werden, aber es ist im NSMBU-Stil gehalten, den ich am liebsten mag und wo ich auch am besten bin, behaupte ich mal. Deswegen haben wir dann vielleicht doch einigermaßen eine Chance. Wir gucken mal. Ich will mal kurz die alle töten. Es geht ein bisschen schneller, als dass ich da warte. So. Ich will da auch hoch, am besten. So. Ah ne, halt, 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 halt. Stampfattacken machen. Weil hier sind vielleicht Power-Ups? Nein, okay. Weil das Problem ist ja, mit dem Stachelhelm kann ich eben keine Blöcke mehr wirklich aktivieren, indem ich von unten gegen sie springe. Ich muss dann immer Stampfattacken machen, weil ansonsten ich da wenig. Ach du Scheiße. Ich da wenig Chancen habe. Und hallo, fette Piranha-Pflanze. Und hallo, Stachis. Kommt da auch eine raus? Ja, nur eine kleine zumindest. Schieß mal. Okay. So, durch da. Und da ist jetzt aber. Ja, warte mal. Ein Power-Up drin. Hoffe ich. Nämlich. Ja, nur ein Leben, Mann. Ich meine, das ist auch cool, weil Leben braucht man halt auch für die 100 Mario Challenge zum Beispiel. Aber wenn ich halt einfach irgendwelche Level spiele von euch, dann sind mir Leben ziemlich egal. Ich muss einen Cooper-Panzer hier mitnehmen? Was? Habe ich mir jetzt eingebaut? Ja, ich komme hier nicht mehr zurück. Ja, das ist aber doof. Also sowas ist. Ja, vielleicht gibt es doch noch irgendwie einen Weg. Aber. Unsichtbare Blöcke oder sowas, aber ich sehe keinen. Sowas mag ich immer ganz ungern, wenn man sich einbauen kann in irgendeiner Form und dann das Level nochmal neu starten muss oder halt sich töten muss. Und das muss ich mir jetzt auch machen, weil ich habe keine andere Wahl. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen unsichtbaren Block, wo ein Koopa drin ist oder sowas, keine Ahnung. Aber das finde ich ein bisschen doof immer, wenn sowas gemacht wird. Da sollte man immer drauf achten, dass es in seinem Level, also außer man plant das natürlich und man will halt eine Falle einbauen, aber da bin ich jetzt auch nicht der größte Fan davon. Aber auf jeden Fall, das ist dann schon okay, wenn es so geplant ist. Aber man muss auf jeden Fall, man sollte immer darauf achten, dass man, wenn es irgendwie geht, ja, dass man, wenn es irgendwie geht, nicht die Möglichkeit hat, sich in irgendeiner Form einzubauen in dem Level. Scheiße. Weil das ist immer besonders nervig und ärgerlich, deswegen da sollte man definitiv gut darauf achten, dass das nicht passieren kann. So, ich muss mich jetzt auch beeilen, weil der Cooper-Panzer ja, der Cooper irgendwann wieder rauskommt. Wie mache ich denn das am besten? Weil ich muss mich jetzt echt ziemlich beeilen. Weil die Stachis töten den ja auch. Ich werfe mal da nach hinten rein. Da kann ich ja gleich wieder ihn mir herholen. Aber ich darf den jetzt nicht da unten zu den Stachis zum Beispiel werfen, weil da würde der ja, da würden die gegeneinander prallen und dann würden beide kaputt gehen, sowohl der Stachi als auch der Cooper-Panzer. Deswegen auf jeden Fall das so an. Ich nehme mal nochmal mit, vielleicht brauche ich den dann nochmal. Ich glaube es noch nicht, aber das kann ja sein. Ich soll hier Spin-Jumpen erstmal. Okay, machen wir mal. So, hui, hui, hui. Und ja, ich werfe ihn jetzt nochmal weg, weil ich will jetzt nicht mit dem noch den hin und her tragen, weil nicht, dass er dann doch bald rauskommt oder so und ich dann getroffen werde von dem. Das wird ziemlich ärgerlich. Ich brauche ihn doch noch, oder? Kriege ich hier nochmal einen? Weil ich muss die ganzen Piranha-Pflanzen. Ach so. Ach so, okay, ich brauche den Cooper-Panzer gar nicht. Ich kann es ja auch mit den Stachis machen, weil ich kann ja. Ah, stimmt, okay, ja, das war mein Fehler. Aber ja, gut, aber trotzdem, bei dem einen Abschnitt hat man sich trotzdem einbauen können, was ein bisschen doof ist, aber man kann es auch. Nein! Was zum Teufel? Jetzt ist der andere da noch runtergekommen. What the fuck? Man kann es aber auch mit den Stachis machen, aber die sind jetzt alle tot, oder? Jetzt. Ah, ne, einer lebt noch. Okay, ich dachte jetzt, die wären alle gegeneinander geprallt und hätten sich umgebracht, aber einer lebt noch von denen. Was zum Teufel war das denn jetzt? So, rein mit dir da. Und schon hinterherlaufen. Da kommt jetzt, glaube ich, auch keine Wand, sondern der fliegt nach unten, genau. Hätte er das kaputt machen sollen? Oh Gott. Hä, was? Was war das denn jetzt wieder? Ja, das Problem ist, dass das hier nicht immer unbedingt aufgeht. Also es ist wahrscheinlich so gedacht, dass der halt die Blöcke da treffen soll. Das Problem ist aber, dass man Stachipanzer oder auch Cooper-Panzer mit unterschiedlicher Geschwindigkeit werfen kann. Das wissen vielleicht auch nicht alle. Aber wenn ich den einfach nur im Stand werfe, dann ist er ein bisschen langsamer, als wenn ich den werfe, während ich am Rennen bin. Dann ist er ein bisschen schneller. Und das kann dann eben. War das jetzt ein Fehler? Kommt er zurück? Er kommt zurück, okay. Und das kann dann eben je nachdem verändern, ob er die Blöcke da trifft oder nicht. Das muss man auch bedenken, wenn man hier sowas baut. Das ist nämlich auch ein bisschen doof jetzt. Ich werfe ihn jetzt mal, während ich renne. Und dann trifft er den nämlich auch, genau. Da muss man dran denken, weil ich habe gerade eben gesehen, wo ich den aus dem Stand abgeworfen habe, hat er die Blöcke nicht getroffen. Da müsst ihr immer dran denken, wenn ihr sowas einbaut in einen Level mit Cooper-Panzern oder sonst irgendwas, die man in der Gegend herumbewegen muss, dass man eben die auf zwei verschiedene Arten werfen kann, eben einmal schnell und einmal langsam. Weil ansonsten kann das halt auch ziemlich ärgerlich dann sein für einen, wenn man dann eben die eine Variante macht und die ist dann aber falsch und dann baut man sich wieder mal ein und muss dann nochmal zurücklaufen oder so. Ach komm schon, das ist natürlich auch ziemlich ärgerlich. Komm mal raus. Oh Gott, ey. Diese fetten Piranha-Pflanzen, ne? So, ich brauche den bestimmt wieder für irgendwas.
Aber es sind auch wieder Stachis da, die ich benutzen könnte. Was ist das jetzt? Muss ich da einfach nach oben mit Wandsprung und dann hier Stampfattacken machen? Hier kriege ich gar nichts. Okay, hier kriege ich einen großen, den ich jetzt da hätte benutzen können, aber es ging nicht. Hätte ich hier den Stachihelm noch bis hierhin behalten müssen, um dann diese Blöcke hier unten kaputt machen zu können, sodass dann der riesen Paracooper, der da rauskam, sodass der dann hier nach unten kommt und nicht zerstört wird von den Blöcken, sodass der dann da durchbrechen kann und dann komme ich zum Ziel. Das ist auch nicht gut gelöst, weil ich nämlich jetzt mich wieder umbringen muss, weil ich keine andere Wahl habe, weil ich jetzt nicht mehr weiterkomme, weil es gibt ja keine Riesengegner mehr, die ich benutzen könnte für irgendwas. Und ich kann auch nicht dazu führen, dass der wieder respawnt. Ich komme eh nicht mehr zurück. Also eher doch komme ich bestimmt schon mit Shell Jump oder sowas, aber ja, nee. Da muss ich mich umbringen und dann werde ich das Level sogar jetzt abbrechen und nicht mehr weitermachen, weil mir das dann doch ein bisschen zu doof ist, weil ich nämlich davon auch kein Fan bin. Dem werde ich auch keinen Stern geben, es tut mir leid. Die Idee ist eigentlich an sich schon ziemlich cool, finde ich, dass man Stachipanzer oder Kupferpanzer mitnehmen muss zu bestimmten Stellen, um dann mit denen Sachen anzustellen. Aber wenn man sich einbauen kann oder sich das Level verbauen kann und dann neu starten muss und das ganz am Ende des Levels, wir können sehen, es würden nur noch die zwei Paracoopers da rechts kommen, auf denen ich entlang jumpen muss und dann würde das Ziel kommen. Das wäre also das letzte Hindernis. Auf jeden Fall, wenn man sich Level verbauen kann in irgendeiner Form und dann sich umbringen muss, um wieder von Anfang an zu starten, das ist sehr, sehr ärgerlich und mag ich überhaupt gar nicht, deswegen werde ich das Level auch nicht abschließen. Es gibt sehr wenige Level, die ich nicht abgeschlossen habe. Also Level, die ich gemocht habe, habe ich bisher immer abgeschlossen, weil ich sie eben mochte. Aber es gab jetzt bisher zwei Level, nämlich dieses hier und noch ein anderes, die ich nicht abgeschlossen habe, weil ich halt das Design technisch nicht gut finde. Also immer darauf achten, dass man sich nicht irgendwie was verbauen kann und dann neu starten muss oder sowas, außer es ist halt so gewollt, in irgendeiner Form. Aber ich weiß nicht, war das jetzt so gewollt? Keine Ahnung, das fand ich jetzt schon ein bisschen sehr fies und deswegen, tut mir leid, gehen wir weiter zum nächsten Level. Und das nächste Level, das kommt dann von, warte kurz, muss ich kurz mal gucken, von wem kommt denn das? Das kommt dann von Tubisian. Und zwar Kamex Luftschiff nennt es sich. Hat eine einigermaßen okay Abschlussrate, aber also wenn die Abschlussrate so bei 5% in etwa liegt, dann finde ich eigentlich, dass das ganz gut so ist, weil das heißt, dass man... Ach du Scheiße, aber schnell das Scrolling. Das heißt, dass man dann vielleicht so ein-, zweimal sterben könnte, theoretisch, aber dass es trotzdem wirklich sehr gut machbar ist und das finde ich eigentlich immer ganz gut. Weil oftmals ist es halt so, wenn man halt so ein Level hat mit 0% vor sich, dann denkt man sich halt oftmals schon so, okay. Ich habe zwar auch schon ein paar Level gebaut mit 0%, ich weiß, aber trotzdem so vom Prinzip her. Aber auch bei Leveln mit 30% Abschlussrate, da denkt man sich dann halt auch, okay, das ist mega einfach. Oder es ist halt ein Don't Move Level oder ein Musik Level oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber an sich so zwischen 0 und 10% irgendwas ist eigentlich, zwischen 2 oder 1 und 10%. Irgendwie sowas, das ist eigentlich ganz ideal immer, finde ich. Da kommen Käfer raus, die sterben aber sofort, die Armen. Oh Gott. Oh Gott, Eisblöcke und Mancha oben drauf, das war jetzt fies, die Sprünge. Und da muss ich rein. Kommt jetzt noch ein Bosskampf vielleicht? So ein Mini-Bosskampf, wir schauen mal. Ja, gegen Kamek. Oder Kamex. Ja, einige Kamex hier. Okay, Hilfe. Oh Gott, Cheap Cheap. Hilfe. Ja, ich will eigentlich ein paar von denen ganz gerne töten, aber ich komme nicht dazu. Weil die... Ach komm schon, weil die hier überall auf den Blöcken drauf sind. So, stirb mal. Aber ich kann hier eh schon rein, ich kann schon ein bisschen skippen auf jeden Fall. Ich hätte dann noch einmal unten rumfahren müssen eigentlich, aber man kann es auch gleich so machen und kommt dann hier zum Ziel. Yay, sehr schön. Das war eigentlich auch ganz schön. Es war jetzt nichts mega ultra spektakuläres, außer vielleicht der Kamek-Kampf am Ende, der war sogar ganz cool. Aber es war trotzdem ein ganz schönes Level, auch ein Scrolling-Level. Ich glaube, die Geschwindigkeit von dem Scrolling war auf Mittel gestellt, ne? Glaube ich. Und ja, ich glaube, sogar ein mittleres Scrolling-Level habe ich bisher, glaube ich, sogar noch gar nicht gesehen, weil die meisten entweder mega schnell machen, um es brutal schwierig zu machen, oder halt nur ganz, ganz leichtes Scrolling, weil sie halt überhaupt nur ein Scrolling-Level einbauen wollen. Aber so ein normales, das war jetzt eigentlich schon auch ganz cool und auch das Level ansonsten hat mir gut gefallen. Deswegen ein Stern. Und wir haben noch Zeit für ein weiteres Level. Und das kommt dann von wem denn? Von Tobias Horn. Und zwar No Item and Shortcuts Kaizo. Okay, ein Kaizo-Level zum Schluss. Toll, super. Sowas liebe ich immer, wenn ich am Ende noch ein Level machen will, weil ich mir denke, ja komm, wir haben schon noch ein bisschen Zeit dafür. Und da kommt ein Kaizo-Level, wo ich erstmal 500 Stunden brauche wahrscheinlich, um das zu schaffen. Aber es wurde schon einmal geschafft von, ich glaube, 72 Versuchen oder sowas war das.
Deswegen dürfen wir das vielleicht schon ganz gut hinbekommen. Achso, ah ja, ja, nee, stimmt. Ja, jetzt habe ich habe gerade den Levelnamen vergessen. Der Levelname ist ja No Item and Shortcuts, Kai. So, Shortcuts ist übrigens falsch geschrieben und No Items gehört auseinander. Nur mal so. Ich will mal kurz töten. Ja, ist aber ein bisschen sehr viel los hier, ne? Ich werde es mal ohne Items probieren, aber ich finde es ein bisschen billig tatsächlich so etwas. Weil du sagst, dass man keine Items benutzen soll und keine Shortcuts benutzen darf. Aber um das Level selber zu schaffen, um es überhaupt hochladen zu können, wette ich, dass du die Feuerblume schon benutzt hast und nur dann es damit geschafft hast und eben durchgerannt bist. Sonst finde ich immer ein bisschen doof. Also ich finde, wenn ihr mir solche... Was zum Teufel soll das denn jetzt gehen? Muss ich da jetzt zwischen den Berufs durch, ernsthaft? Wenn ihr mir solche mega schwierigen Level schicken wollt, dann erwarte ich eigentlich schon, dass ihr das auch dann... Ach du Kacke. Dass ihr es dann auch selber geschafft habt. Weil ich finde das halt ein bisschen doof irgendwie, wenn ihr dann so eine Vereinfachung habt mit einem Item zum Beispiel. Und ihr erwartet dann aber, dass ich oder dass andere Leute... Fuck, ich hab jetzt gerade einen Klick in der Optik gehabt. Ich dachte, da würde keiner mehr kommen, verdammt. Aber ihr erwartet dann von mir oder auch von anderen Spielern weltweit, dass die das ohne diese Sachen schaffen sollen, wo ihr selber das aber schon gebraucht habt. Das finde ich ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Ich meine, ich habe ja bei meinem... Ach Gott, ey. Bei meinem Kaizo-Level vom Mittwoch, wo ihr was gewinnen könnt übrigens, auch 25 Euro, ne? Also eine eShop-Card, wenn ihr es schafft. Da habe ich es ja auch... Scheiße, da habe ich das ja auch selber geschafft und habe mir keine unsichtbaren Power-Ups oder sowas eingebaut oder Röhren, die mich dann zum Ende führen oder sowas. Also keine Vereinfachung, ich habe es auch einfach selber schaffen müssen. Und wenn man ein schwieriges Level baut, dann muss man sich auch dessen bewusst sein, dass man das erstmal schaffen muss. Und wenn sich das irgendwie zwanghaft einfach machen muss, weil man es ansonsten nicht hinbekommt, dann sollte man keine schweren Level bauen. Das ist aber nur meine Meinung, also vielleicht seht ihr das anders, aber... Oh Gott, so empfinde ich das halt. Ich werde es noch einmal probieren, wenn es in dem Versuch auch nichts wird, dann... Lass ich es, glaube ich, sein und werde dann doch die Feuerblume einfach nehmen. Ich weiß gar nicht, von welchen Shortcuts er eigentlich spricht. Also, wo ich Abkürzungen nehmen könnte. Ja, das ist auch wieder sehr doof. Da muss ich jetzt auch wieder zwischen den Buchus durchjumpen. So irgendwie. Ja, das ist... Blöd. Ja, da komme ich ja gar nicht. Ja, da durchzukommen ist völlig unmöglich. Eigentlich, weil... Das Problem ist, dass die Buchus da den Boden so berühren... Dass ich da trotzdem von denen getroffen werde. Wenn der Buhu-Kreis so wäre, dass die untersten Buhus unter dem Boden wären, dann wäre es okay, dann würde man da schon durchkommen. Aber so ist es eigentlich nahezu unmöglich, da durchzukommen, muss ich zugeben. Ich werde jetzt einfach mal kurz gleich einfach durchrennen und schauen, wie weit ich damit komme überhaupt. Ob man das Level sogar schaffen kann damit vielleicht. Komplett. Ja, sogar nicht mal ganz. Okay, man muss zumindest ein bisschen versuchen, sich nicht treffen zu lassen. Aber ich werde trotzdem die Feuerblume nehmen, weil das ansonsten mir zu doof ist. Ich weiß gar nicht genau, was eigentlich besser ist, unten oder oben. Ich glaube, dass oben sogar besser ist, weil ich da ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit habe. Obwohl, ja, eigentlich ist... Ich weiß nicht sehr, was besser ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Warum passt jetzt der Anfang schon nicht mehr? Vorhin bin ich doch am Anfang immer durchgekommen, gut, oder? Ja, gut, genau, stimmt, weil ich mich hier in die Mitte gestellt habe. Was aber ein bisschen eng jetzt wird, weil ich mich nicht... Fuck, ey, weil ich mich nicht bewegen kann währenddessen. Das ist ja doof. Komme ich jetzt noch irgendwie durch? Selbst mit Feuerblume ist es gar nicht so einfach. Das muss ich schon auch zugeben. Okay. So, jetzt einfach durchrennen, weil das müsste ich jetzt schaffen. Nee, schaffe ich nicht. Verdammt nochmal. Das ist selbst mit Feuerblume echt nicht einfach. Aber ohne Feuerblume ist das... Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Keine Ahnung. Also, wenn du das unbedingt wissen willst, dann probier es halt selber ohne Feuerblume. Und schau, ob du das schaffst. Also, wie gesagt, wenn ihr Level baut, dann versucht, dass ihr die auch wirklich selber schafft. Und wenn ihr das nicht hinbekommt, dann macht sie halt... Fuck, ey. Dann macht sie halt an einigen Stellen einfacher, aber versucht nicht, euch einfach am Anfang ein Power-Up zu geben und dann zu sagen, ja, aber alle anderen müssen es ohne Power-Up schaffen. Weil das finde ich halt echt, wie gesagt, ein bisschen sehr doof. So. Fuck. Mann, das ist doch doof. Aber ich muss auch zugeben, dass mir das Level nicht so gut gefällt, weil es einfach nur Buhu-Kreise sind. Und nicht mehr und nicht weniger. Deswegen, naja, Kreativität ist vielleicht... Dann doch ein bisschen was anderes, muss ich ganz ehrlich zugeben. Gott, ich will zumindest mal da zum, also den ersten Buhu-Kreis schaffen und die Feuerblume behalten, weil dann habe ich, glaube ich, ganz gute Chancen, dass ich das hinbekommen kann. Das ist tatsächlich ein Nachteil. Mann, ey. Ein Nachteil so irgendwie, dass ich die Feuerblume überhaupt habe, weil ich halt mit der größer, Mann, mit der größer bin und meine Hitbox größer ist und deswegen ich da gar nicht so einfach deswegen durchkomme. So, ein paar Versuche noch, wenn ich es dann nicht schaffe, dann werde ich aufgeben. Weil ich dann auch keine Lust mehr habe. So irgendwie. So. Okay. Jetzt bin ich zumindest mal hier. Wunderbar. Jetzt gleich lasse ich mich einfach treffen. Und werde da durchrennen. Weil das ist ohne Treffer zu schaffen, da durchzukommen als Blumen-Mario. Als Feuerblumen-Mario, das geht eigentlich nicht wirklich. Also geht bestimmt. Ja, doch kann man schon schaffen auf jeden Fall. Aber ist ein bisschen sehr schwierig. Deswegen hier renne ich einfach durch. Oh mein Gott. Okay. Zumindest hier. Mal angekommen. Wunderbar. Und es geht sogar noch weiter. Okay, ja, das war jetzt ein Fehler. Was, warum bin ich jetzt gestorben? Ach, weil der Stachel da unten war.
Nee, das ist mir zu doof, das Level. Ich werde aber trotzdem eine Sache noch machen, und zwar, ich mach mal Level beenden. Ich werde mir das noch kurz runterladen und mir noch den Rest zumindest angucken, aber das jetzt hier mir anzugucken ist mir ein bisschen zu doof, wegen dem Buhu-Kreisen da am Anfang, weil das ein bisschen sehr unkreativ ist. Dem werde ich auch keinen Stern geben, tut mir leid. Mir fällt irgendwie auf, dass ich etwas strenger geworden bin, oder? Ich glaube, am Anfang habe ich noch mehr Sterne verteilt irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch nur daran, dass am Anfang die Level noch besser waren von euch? Ne, eigentlich nicht, keine Ahnung, weiß nicht genau. Keine Ahnung, aber wie gesagt, dem hätte ich eh keinen Stern gegeben, auch wenn ich es geschafft hätte. Ich will mir mal kurz noch angucken, was da noch gekommen wäre. Das will ich zumindest noch mir kurz anschauen, wie gesagt. Also am Anfang hier tausende Behukreise. Viele, viele Behukreise. Die sind sogar einigermaßen schön an... Ja, geht so. auf jeden Fall, da oben geht es dann noch irgendwie weiter, keine Ahnung. Wir gehen mal in die Röhre rein. Und schauen mal, wo ich da rauskomme. Also hier sind da Kitus. Was werfen die denn alle? Können wir mal kurz gucken. Wahrscheinlich nicht gerade freundliche Sachen. Nein, die werfen... Ah, Power-Ups. Und ein Hammer, Bruder. Und ein Stachy. Aber ansonsten viele Power-Ups, okay. Das ist sogar ganz nett. Auf jeden Fall, ich brauche hier das Ding und fliege dann mit dem... Okay, ich muss hier genau in die Öffnung rein. Fliege dann mit dem hier in der Gegend herum, muss noch den Feuerdingern ausweichen. Und dann kommt hier noch Bowser und Bowser Junior. Und einen Durchgang gibt es hier, okay. Und da kann ich dann wiederum... hier sind tausende Bomben. Was ist hier drin? Eine Feder. Brauche ich die? Ah genau, mit der Feder kann ich dann hier nach oben fliegen, zur Röhre. Okay, alles klar. Was war hier nochmal? Kann ich in die Röhre rein? Oder kommen da nur Gegner raus? Nee, ich kann da nicht rein. Kommt da was raus? Ja, Goombas. Warum kommen da Goombas raus? Dass sie da unten... Nee, keine Ahnung, weiß ich nicht. Egal, auf jeden Fall. Mit der Feder kann ich nach oben fliegen. Und kann hier wieder zurück in die Röhre. Komm wieder zur anderen Seite. Und bin hier... bei ein paar vielen Kamecs, aber auch nur ein paar. Und kommt dann hier nochmal in eine Tür oder P-Switch? Hä, was? Also P-Switch bringt mir aber nicht viel, weil da hinten überall Stachel waren. Dann bin ich jetzt hier. Hä? Wo bin ich denn jetzt? Ich bin auf der anderen Seite. Jetzt habe ich das einfach übersprungen, okay. Jetzt bin ich hier. Und hier sind nochmal unsichtbare Blöcke, die ich einfach irgendwie finden muss, wo Federn drin sind, okay. Mit denen kann ich da rüberfliegen. Und dann bin ich beim Ziel. Okay, ein etwas komisches Level auch irgendwie. Am Anfang war doch hier noch eine Tür, oder? Ja, wo komme ich denn da hin? Oder wo führt die hin jetzt überhaupt? Ah, das ist die Tür da. Okay, und was kriege ich hier von der Kanone? Hier kriege ich auch eine Feder. Okay. Das ist sehr, sehr interessant. Okay. Wie gesagt, dem hätte ich eh keinen Stern gegeben. Es ist eigentlich gar nicht... Also es ist schön lang. Aber nur weil ein Level lang ist, heißt es dann auch nicht unbedingt, dass es gut ist. Finde ich. Also, ja. Und was soll das? Da ist hier noch so ein einzelner Block irgendwie. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Leute, das war's für diesen Part von Let's Play Super Mario Maker. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, könnt ihr auch noch gerne einen... Ach, guck mal. Aha. Okay, ich wette, dass du das selber benutzt hast, oder? Und dann hier nach oben kommst und dann den kompletten Buhu-Abschnitt skippen konntest. Deswegen auch neue Items oder Shortcuts. Weil es eben auch Shortcuts gibt teilweise mit den unsichtbaren Blöcken. Naja, okay. Von sowas bin ich auch kein Fan. Wie gesagt, wenn ihr schwere Level baut, dann schafft sie auch selber und benutzt keine billigen Tricks. So einfach ist das. Ja, wie gesagt, das war's für diesen Part. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr auch noch gerne einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch meinen Kanal abonnieren. Und dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es hier weitergehen wird. Was kommt eigentlich morgen? Was ist denn morgen? Freitag ist morgen. Da kommt dann der Level-Editor, wo ich wieder gemeinsam mit euch ein Level bauen werde. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yay, Party.